Die Stadt Waren ist von unserem Wohnort 57 Kilometer entfernt. Das entspricht circa 60 Wohnmobilminuten. Ideal also für kurze Wochenendtrips. Die Stadt Waren liegt an der Müritz, dem größten See Deutschlands. Die Fläche beträgt hier ungefähr 117 Quadratkilometer und ist im Schnitt 6 Meter tief. Das macht die Stadt Waren zu einem echten touristischen Anziehungspunkt. Besonders in den Sommermonaten sind hier Naturliebhaber, Sportboot- und Yachtbesitzer, Hotelgäste, aber auch Campingfreunde anzutreffen. Gerade die Campingbranche ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Und so existieren in Waren zwei wunderschöne Campingplätze. Der eine befindet sich am nördlichen Ufer der Müritz. Beschrieben wird dieses Kleinod als ein kleines Paradies inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte. Dieser Platz ist ca. 14 Hektar groß, verfügt über 220 Touristenstellplätze und 64 Wohnmobilstellplätzen vor der Schranke. Eine hochwertige Ausstattung und die exklusive Lage machen ihn zu etwas ganz Besonderem. Den Camping- und Wohnmobilpark Kamerun. Wir haben ihn schon des Öfteren bereist, haben hier schöne Stunden verbracht und wollen euch nun mal diesen Campingplatz näher vorstellen. Viel Spaß also bei diesem Video. Kurze Erklärung, die Angaben, die hier genannt werden, sind natürlich ohne Gewähr. Die Anfahrt erfolgt über die Röbeler Chaussee, die Bundesstraße 192. Auf Höhe des Gewerbegebietes in Fahrtrichtung Röbel befindet sich an der letzten Ampelkreuzung die Einfahrt nach links zum Campingplatz. Die Zufahrt ist asphaltiert, glatt, gut zu befahren, jedoch nicht sehr breit, so dass man bei entgegenkommenden Fahrzeugen etwas ausweichen muss. Nach circa einem bis anderthalb Kilometer hat man dann die Einfahrt zum Campingplatz erreicht. Hier fährt man zunächst nach rechts auf den großen Parkplatz, stellt sein Fahrzeug ab und begibt sich dann zur Anmeldung. Doch zunächst einen Blick vor den Campingplatz. Neben den 220 Stellplätzen auf befinden sich auch 64 Wohnmobilstellplätze vor dem Campingplatz. Ein Teil dieser Stellplätze befindet sich bereits vorne am Eingangsbereich, der andere weiter südlich in unmittelbarer Ufernähe, dazu aber später. Alle Wohnmobilstellplätze sind großzügig bemessen und verfügen über Strom- und Wasseranschluss. Die Preise tendieren hier von 14 bis 20 Euro je nach Saison. Muss man nicht erwähnen, dass man Glück haben muss, einen solchen Stellplatz hier zu bekommen, da sie natürlich sehr begehrt sind aufgrund des Preises und des Services, der hier existiert. Diese Fahrstreifen hier sind dafür gedacht, dass Wohnmobil- und Caravanbesitzer hier ihre Fahrzeuge abstellen, bevor sie sich zur Anmeldung in die Rezeption begeben. Ebenfalls vor dem Campingplatz befindet sich der Wertstoffhof. Ordentlich getrennt nach Restmüll, Glas und Verpackung. Speziell für die Benutzer der Wohnmobilstellplätze vor dem Campingplatz befindet sich hier eine moderne Entsorgungsanlage. Eine zweite Anlage zum Reinigen der Kassetten ist ebenfalls vorhanden. Direkt vor dem Gebäude sind Parkplätze errichtet worden, entweder für die Besucher der Campingfreunde oder aber für Besucher des Restaurants hier im Hauptgebäude.
Diese Parkplätze sind gebührenpflichtig. Die Gebühr ist an der Säule vor dem Eingang hier zu entrichten. Der Eingangsbereich vor der Rezeption wirkt klar strukturiert und aufgeräumt. Er ist super sauber und gepflegt. Zu Recht werden hier die 5-Sterne-Klassifizierung des Campingplatzes und die 4-Sterne-Klassifizierung für Ferienwohnungen und Apartments dargestellt. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich dann Informationsbilder mit Freizeitangeboten und Vorzügen, die dieser Stellplatz hier bietet. Ein Blick ins Innere der Rezeption lässt erahnen, woher der Camping- und Wohnmobilpark seinen Namen Kamerun hat. Alles im afrikanischen Stil eingerichtet, vom Rezeptionstresen bis zur Hängelampe, soll es dem Gast vermitteln, dass hier bereits seine Erholungsphase beginnt. Hier erhält man beim Check-in seine Unterlagen und seine Karte für die Sanitärhäuser und die Schrankenanlage. Natürlich besteht auch hier die Möglichkeit, kleine Accessoires im afrikanischen Stil käuflich zu erwerben. Im nördlichen Teil des Gebäudes befindet sich die Außenterrasse des Restaurants. Nähere Informationen dazu dann im Kapitel Imbiss und Restaurants. Natürlich darf in einer Seenlandschaft auch ein kleiner Gartenteich mit Fischen nicht fehlen. Die Einfahrt im vorderen Teil ist mit Pflastersteinen gepflastert und ermöglicht eine ruckelfreie Einfahrt. Gesichert ist der Campingplatz mit einer Schrankenanlage, die rechte zum Einfahren, die linke zum Verlassen des Campingplatzes. Zum Ein- und Ausfahren zum und vom Campingplatz wird die an der Rezeption enthaltene Karte benutzt. Jedoch muss ich an dieser Stelle einen kleinen Kritikpunkt anbringen. Dieser Kasten hier hängt zu tief und so hatte ich echte Schwierigkeiten, meine Karte dort an der entsprechenden Stelle vorzuhalten. Wenn auch nicht von großer Wichtigkeit, möchte ich diesen kleinen gelben Kasten erwähnen, falls man der Oma einen Gruß schreiben möchte. Wie bereits erwähnt, verfügt der Campingplatz hier in Kamerun über 220 Stellplätze. Diese sind in einzelne Kategorien eingeteilt. Die beiden höchsten, Komfort 3 und 4, haben eine Größe von 100 bzw. 130 Quadratmetern. Die Preise variieren hier saisonbedingt und können der Webseite des Campingplatzes entnommen werden. Bei den hier ersichtlichen ersten beiden Reihen handelt es sich um die Stellplätze des südlichen Wohnmobilparks. Die weiter oben stehenden gehören zum Campingplatz. Dies ist das Beispiel für einen Stellplatz gegenüber der Rezeption. Diese war frei und so konnte ich sie mal ungehindert filmen. Dieser Weg hier wird als Durchgang zur Rezeption genutzt, das aber nur am Rande. Jeder Stellplatz auf dem Campingplatz verfügt über einen Stromanschluss mit 12 Ampere Absicherung und einen Wasseranschluss für jeweils zwei Parzellen. Der Strompreis wird pauschal abgerechnet und beträgt 3,50 Euro pro Nacht. Wasser ist inklusive. Der hier gezeigte Stellplatz besitzt die Kategorie Komfort 4 und beträgt 130 Quadratmeter. Genug Platz also, um sich auszubreiten. Ich persönlich hätte mir vielleicht ein paar Hecken als Parzellenbegrenzung gewünscht.
Nun gut, aber das Fehlen solcher soll den Erholungsfaktor ja nicht unbedingt schmälern. Neben Strom und Wasser besitzt jeder Stellplatz hier natürlich auch einen Grauwasseranschluss. Der Vollständigkeit halber hier auch nochmal der südliche Teil des Wohnmobilparks. Dieser befindet sich nur wenige Meter vom Ufer der Müritz entfernt. Damit ist er gerade bei Wohnmobilisten sehr, sehr begehrt und ich habe ihn eigentlich, während ich da war, auch immer nur voll besetzt gesehen. Natürlich verfügen auch diese Stellplätze gewohnheitsgemäß über Strom- und Wasseranschluss. Ein Grauwasseranschluss findet sich hier nicht. Auch hier variieren die Preise saisonbedingt. Gegenüber dem Campingplatz sind das allerdings wahre Schnäppchen. Eine Vorbestellung oder eine Reservierung eines solchen Platzes ist nicht möglich. Hier sehen wir mal den Stellplatz auf dem Campingplatz, den wir während unseres Aufenthaltes gemietet haben. Besonders hervorzuheben ist hier die Größe, die von der Laterne im Vordergrund bis hinten zur Abgrenzung durch die Bretter reicht. Genügend Platz also, um sich hervorragend auszubreiten. Apropos Laterne, jeder Stellplatz ist hier durch eine solche während der Nachtzeit vernünftig ausgeleuchtet. Der Wohnmobil- und Campingpark Kamerun verfügt über zwei super modern ausgerüstete Sanitärhäuser. Hier sehen wir mal das Sanitärhaus 1. Ob es wirklich so heißt, weiß ich nicht, aber ich nenne es einfach mal so. Schon der Eingangsbereich besticht durch eine wunderschöne und anspruchsvolle Architektur. Auch hier finden sich kunstvoll gestaltete Wände im afrikanischen Stil mit afrikanischen Gebilden. Eben ganz im Sinne eines afrikanischen Landes, eben Kamerun. Selbstverständlich existieren auch hier Sanitärräume für Menschen mit Behinderung. Besonderer Wert wurde hier auf genügend Bewegungsfreiheit gelegt. Duschen für Herren und Damen sind selbstverständlich getrennt. Hier mal der Duschraum im groben Überblick für die Damen, der aus Pietätsgründen von mir natürlich nicht betreten wurde. Auch ein extra Wickelraum für die ganz kleinen Campinggäste ist hier vorhanden. Leider ist meine Karte nicht freigeschalten und so kann ich diesen Raum nicht zeigen. Gleiches trifft auch auf das hier existierende Kinderbad zu. Die Toiletten der Herren beginnen mit einem Waschraum. In warmen Tönen abgestimmt befinden sich hier zwei Waschbecken, Waschseife, Trockner, Handtücher, eben alles, was benötigt wird. Besonders hervorzuheben ist die Sauberkeit, die hier in den Toilettenräumen und im gesamten Sanitärgebäude vorherrscht. Bei den WC-Räumen, wovon hier zwei existieren, handelt es sich um komplett abgeschlossene Räume, die bis oben an die Decke komplett zu sind. Ein besonderer Pluspunkt für absolute Privatsphäre. Die Duschen der Herren entsprechen in Größe und Funktionalität auch denen der Damen. Kurze Anmerkung, die Lichtschalter hier sind auf Bewegung getrimmt, sodass hier ein An- und Aus des Lichtes kurz wahrzunehmen sind. Bei den Duschen handelt es sich um Einzelkabinen mit einer stabilen Tür, die jede einzeln für sich abzuschließen ist. Das Duschen ist kostenpflichtig, 20 Cent pro Minute, die hier von einem Kartentoken abgezogen werden,
die ihr an der Rezeption erhaltet. Dieser Token ist bereits mit 5 Euro aufgeladen. Wie auch die Toiletten sind die Duschen in warmen Tönen gehalten. Die Benutzung der Duschen gestaltet sich einfach durch einen roten Tastschalter. Durch nochmaliges Betätigen selbigen wird der Wasserfluss unterbrochen. Gleichzeitig unterbricht dies natürlich auch die Abrechnung. Obwohl die gezeigten Duschen sich in einem äußerst modernen und sauberen Zustand befanden, entschied man sich dazu, selbige neu zu gestalten. Voll stolz präsentierte man mir an diesem Morgen die ersten fertiggestellten Duschkabinen. An der Funktionalität und an der Abrechnung ändert sich natürlich nichts. Halt, don't stop a running system. Nachfolgend nun ein paar Aufnahmen der neu gestalteten Duschen. Das Zentrum im Kreise der Duschkabinen bildet hier ein angelegter Waschraum. Großzügig bemessen bietet er hier viel Platz für jeden, der sich morgens halt nur mal kurz frisch machen möchte. Ausgestattet mit einem Haartrockner und Stromanschluss bietet es hier alles, was zu einer morgendlichen Toilette passt. Etwas weiter südlich, ca. 50 Meter von der Müritz entfernt, befindet sich dann das Sanitärhaus 2. Wie bei Sanitärhaus 1 befindet sich auch am Sanitärhaus 2 ein gepflasterter Weg bis zum Eingang. Geöffnet wird die Tür mit dem Kartentoken. Auch wie im Sanitärhaus 1 gilt es, gleich vorne die Schuhe auszuziehen und sich entsprechende Badelatschen überzustreifen. Auch hier befinden sich die Räume in einem sehr sauberen und innenarchitektonisch sehr anspruchsvollen Zustand. Wie auch in Sanitärhaus 1 befinden sich im Vorraum Waschbecken mit Seife und Handtrockner. Die Duschräume im Haus 2 unterscheiden sich von denen im Haus 1 etwas in ihrem Aussehen, jedoch nicht in der Funktionalität. So finden wir hier eine Glaswand im Eingangsbereich, die wir im Haus 1 nicht hatten. Abrechnung und Bedienung sind absolut identisch. Auch die Toilettenräume sind übersichtlich gestaltet, befinden sich in einem sauberen und einwandfrei optischen Zustand. Wie auch in Sanitärhaus 1 sind die einzelnen Toilettenräume bis oben hin geschlossen. Hier ein kleiner Rundumblick auf das Gelände vor dem Sanitärhaus 2. Mit der davorliegenden Müritz ein hervorragender Blick, wie ich finde. Jedoch möchte ich anmerken, dass die Gestaltung der Außenanlagen noch durchaus Potenzial hätte. Hier hätte ich mir eventuell die Perfektionen gewünscht, die in den Sanitärräumen zur Anwendung gekommen sind.
Auf dem Campingplatz existiert noch ein drittes Gebäude, in welchem unter anderem die Abwäsche für Geschirr untergebracht ist. Auch hier wird die Tür mittels entsprechendem Kartentoken geöffnet. An diesem Tag ging es allerdings ohne. Ein Blick in den Raum zeigt, dass man hier absoluten Wert auf Ordnung, Sauberkeit und Architektur gelegt hat. Die Anordnung der Waschbecken scheint sehr übersichtlich. Etwas überraschend für mich war, dass auch hier fürs Abwaschwasser bezahlt werden muss. Ein zweiter daneben befindlicher Raum bietet ebenfalls genug Platz für weitere Abwaschgelegenheiten. Etwas vermisst habe ich persönlich die Kochgelegenheiten, wie sie auf anderen Campingplätzen zu finden sind. Dafür befinden sich auch hier wunderschöne Gemälde im afrikanischen Stil. Giebelseitig vor dem Haus mit der Abwäsche befindet sich die Entsorgung. Diese ist meiner Meinung nach sehr schlicht und einfach ausgestattet. Die Kassettenentsorgung scheint schon etwas in die Jahre gekommen zu sein, erfüllt jedoch ihren Zweck. Hier kann man seine Kassette entleeren und auch spülen. Natürlich ist auch die Möglichkeit vorhanden, seinen Grauwassertank hier zu entleeren. An der Giebelseite dieses Gebäudes, wo sich rechtzeitig die Entsorgung befindet, haben Hundebesitzer die Möglichkeit, sich einen kleinen Poo-Bag zu ziehen oder die Hinterlassenschaften an der roten Tonne zu entsorgen. Auch hier nochmal ein Gesamtüberblick. Wie schon beim Sanitärhaus 2 erwähnt, hätte ich mir bei der Gestaltung der Außenanlage ein wenig mehr Liebe zum Detail gewünscht. So machen die Zufahrtsstraßen zu den Stellplätzen hier einen sehr löchrigen Eindruck und gerade bei Regenwetter bieten sie keine saubere Anfahrtmöglichkeit zu den gemieteten Stellplätzen. Schön und beruhigend wirken zwei auf dem Campingplatz errichtete Gartenteiche, in denen Kois eingesetzt sind. Mitten auf dem Campingplatz stieß ich dann plötzlich auf dieses Gebilde. Hier wusste ich allerdings nicht so recht, was es darstellen sollte, denn es ist doch wohl schon etwas in die Jahre gekommen. Vorhanden sind hier zwei Wasserhähne, jedoch weiß ich bis jetzt nicht so recht, wozu diese Wasserstelle da sein soll, macht sie doch eher einen unschönen Eindruck. Neben der Hundetoilette an der Entsorgungsstelle existiert natürlich noch eine zweite am Pavillon kurz hinter der Campingplatzeinfahrt. Auch zum Sanitärhaus 1 ist der Hauptweg gepflastert. Rechts befinden sich in gewissen Abständen Laternen, die bei Dunkelheit den Weg ausleuchten. Zwischen Sanitärgebäude 1 und den Stellplätzen auf dem Campingplatz befindet sich hier der zweite Gartenteich. Auch hier wurden Kois eingesetzt, die bestaunt werden können.
Gerade bei morgendlichen Runden bietet dieser Platz doch ein wenig Entspannung für den Geist. Hier verweilt man gern ein paar Minuten und schaut den Fischen ganz einfach nur beim Schwimmen zu oder lauscht dem beruhigenden Plätschern des Wassers. Natürlich existiert auf dem Campingplatz auch ein hervorragendes Restaurant. In einem wunderschönen Ambiente kann man hier auch exotische Gerichte zu sich nehmen. Im hinteren Teil des Restaurants befindet sich der Außenbereich. Besonders an lauen, warmen Sommerabenden kann man hier bei einem leckeren Abendmahl den Tag ausklingen lassen, einfach ein kühles Getränk trinken und dabei einfach die Seele baumeln lassen. Der hier angelegte zweite Gartenteich bietet Gelegenheit, Seele und Geist ein wenig zu entspannen. Wer es lieber schnell und deftig mag, ist hier im Kamerun-Snack bestens aufgehoben. Dieser befindet sich unweit des Badestrandes der Müritz und kann auch mal für ein kühles Getränk zwischendurch oder ein Eis genutzt werden. Neben Badegästen nutzen auch Fahrradfahrer oder Wanderer einfach mal die Gelegenheit, schnell ein kühles Getränk zu sich zu nehmen oder bei einem Eis zu entspannen. Im Außenbereich ist eine Karte mit den angebotenen Speisen und Getränken angebracht, sodass man im Vorfeld wählen kann. Sollte die Sonne einmal zu sehr brennen oder es anfangen zu regnen, bieten die aufgestellten Schirme natürlich Schutz. Groß genug finden hier pro Tisch 4 bis 6 Personen bequem Platz. Gleich neben dem Imbissbereich befindet sich ein angelegter Spielplatz für die kleinen Campingfreunde. Auf einer großen Fläche angelegt, bietet sich hier genügend Platz zum Spielen und Toben. Auch Tischtennis-Affine kommen hier auf ihre Kosten, allerdings befürchte ich, dass bei nur einer Tischtennisplatte es manchmal ganz schön eng werden kann. Ob an diesem Gebäude oder Bühne hier noch Veranstaltungen oder Events stattfinden, entzieht sich an dieser Stelle meiner Kenntnis. Natürlich gibt es auch Alternativen zu Wohnmobil und Wohnwagen. So befinden sich am Haus 1 in der oberen Etage Apartments, die gemietet werden können. Sehr interessant und neuere Bauart sind die im hinteren Teil befindlichen Chalets. Diese verfügen über genügend Platz zum Entspannen und einen gepflegt gepflasterten Hauptweg bis zum Eingang im Außenbereich. Eine kleine Terrasse mit Stühlen, Tisch und einer Überdachung bieten bei jedem Wetter eine Sitzgelegenheit im Freien. Die Chalets bieten genügend Platz für eine kleine bis mittelgroße Familie, denke ich, die Waren und die Umgebung einfach in ein paar erholsamen Tagen kennenlernen möchten. Wer sich vorab über die Menge an Freizeitmöglichkeiten informieren möchte, findet im Pavillon am Eingang genügend Flyer und Infomaterial. Ein paar Minuten mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreicht man die Innenstadt von Waren. Hier einmal der Hafen, der ein wahrer Touristenmagnet ist.
Mit seinen zahlreichen Restaurants, Bars, Cafés lädt es hier zum Kaffeetrinken, Eisessen oder vielleicht dem ein oder anderen kühlen Getränk ein. Oder man nutzt die Möglichkeit zu einer Schiffsrundfahrt mit der blau-weißen Flotte, um die Müritz mal von der Wasserseite her kennenzulernen. Hier werden die verschiedensten Routen, zum Beispiel in die Stadt Röbel oder die Drei-Seen-Route angeboten. Die Tourenzeiten variieren hier ungefähr von 1,5 bis 3 Stunden. Wer einfach nur die Sonne und die Wärme genießen will, findet hier am Campingplatz eigenen Badestrand mal die Möglichkeit, einfach zu entspannen oder ein paar Runden Schwimmen zu drehen. Hundebesitzern sei gesagt, dass Hunde hier nicht erlaubt sind. Aber ein entsprechender Hundestrand befindet sich ca. 100 Meter weiter. Auch diesen möchte ich hier einmal kurz zeigen, obwohl er nicht direkt zum Campingplatz gehört. Campingfreunde mit Hunden aber sicherlich sehr, sehr interessieren wird. Es handelt sich hier um einen sehr groß angelegten Platz, bei dem die geliebten Vierbeiner genügend Platz haben, sich auszutoben. Unsere beiden, also Hilde und Gerda, nehmen diesen Platz sehr gerne an und fühlen sich hier, nun ich sage mal, mops wohl. Gleich neben der Badestelle existiert eine Slip-Anlage für Campingfreunde, die mit dem Boot anreisen. Auch für Campingfreunde, die ihren Wohnwagen oder das Wohnmobil mal zu einer schwimmenden Festung machen wollen, beginnt hier die Abenteuerreise. Hier wird das Gefährt auf einem Ponton verzurrt und schon kann die Reise als Boot oder Schiff losgehen. Für kurzentschlossene Fahrradfahrer oder Wanderer befindet sich am Kamerunsneck eine Karte der Umgebung, an der Ziele herausgesucht werden können. Wer eben nicht wusste, wie man seinen Wohnwagen oder Wohnmobil zum Boot umfunktioniert, hier mal ein Bild davon. Eine echt tolle und witzige Sache, wie ich finde. Nähere Informationen dazu findet ihr auf seecamper.de. Die Möglichkeit, einen solchen schwimmenden Untersatz zu mieten, findet man am Badestrand befindlichen Bootsverleih. Wer nicht gleich sein Wohnmobil oder Wohnwagen mit auf eine Seereise nehmen möchte, hat hier die Möglichkeit, sich ein kleineres Boot zu mieten. Die aktuellen Tagespreise findet ihr an der Infotafel. Doch eine kleine Fahrradtour gefällig? Kein Problem, denn von hier aus führen unendliche Fahrradwege theoretisch um die gesamte Müritz herum. Einen kleinen Auszug davon präsentieren wir auf unserem Warenvideo. Auch wen es schon immer mal interessiert und in den Fingern gejuckt hat, das Windsurfen zu erlernen, findet gleich hinter dem Wohnmobilstellhafen in der dort ansässigen Surfschule die Möglichkeit. Hier nun zum Abschluss dieses Videos noch ein paar abendliche Impressionen der wunderschönen Müritz vom Campingplatz aus aufgenommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis an dieser Stelle und würde mich über ein Abonnement freuen. Wer diesen Campingplatz einmal besuchen möchte, findet alles unten in der Infobox. Ich hoffe, wir sehen uns mal auf dem einen oder anderen Campingplatz. Bleibt mir schön gesund. Bis dann. Ciao, ciao, euer Jens.